Hallo, da ich mir eine neue Akkukettensäge zulegen möchte, habe ich gleich die Gelegenheit mal genutzt und einen kleinen Vergleichstest gemacht. Und zwar von den zwei beliebten Akkukettensägen von Einel und von Makita. Eine sind beide 36 Volt Geräte, also wirklich recht starke Akkukettensägen. Beide arbeiten jeweils mit zwei 18 Volt Akkus, was dann 36 Volt ergibt. Beide haben die gleiche Schwertlänge und in etwa das gleiche Gewicht. Also die Schwertlänge ist 35 cm. Und ich habe halt getestet, wie schnell die Sägen schneiden, wie sie in der Handhabung sind und so weiter. Gleich nach dem Intro erfahrt ihr mehr. So, ich werde jetzt erstmal die Makita-Kettensäge auspacken, also die Akku-Kettensäge, und zeige euch da ein bisschen, was dabei ist, was im Lieferumfang ist, und erzähle euch ein bisschen was zu den Teilen. Danach packe ich die Einel aus und dann vergleichen wir das Ganze mal. Und danach kommen eben einige Sägetests nochmal zur Säge. Ihr könnt den kompletten Testbericht und Vergleich, ich habe also auch eine Vergleichstabelle mal gemacht, wo ihr die einzelnen Daten nochmal vergleichen könnt, könnt ihr wie immer bei mir auf der Seite nachlesen, www.tüftlerundheimwerker.de. Da findet ihr auch noch weitere Videos zu beiden Sägen. Hier seht ihr ja zunächst, dass im Lieferumfang auch eine Feile dabei ist. Eine Feile, mit der man die Kette schärfen kann. Das ist schon ungewöhnlich. Hatte ich bislang noch bei keiner Kettensäge, die ich getestet habe. Das ist das Schwert und natürlich auch eine Schutzhülle für das Schwert. Wie gesagt, das Schwert bei der Kettensäge ist 35 cm und die angegebene Schnittlänge, die ist ja immer ein bisschen kleiner durch die Krallen und so weiter, die wird angegeben mit 33 cm. Zu dem Set gehört auch ein Schnellladegerät. Das ist also ein Twin-Ladegerät, also ein Doppelladegerät. Mit dem kann man also zwei 18-Volt-Akkus parallel laden, also gleichzeitig laden. Sie hat hier unten ist sogar noch ein USB-Anschluss. Da könnte man noch andere Geräte mit USB laden, wird aber hier bei der Säge natürlich nicht gebraucht. Das Ladegerät hat also richtig Power. Ein 5-Ampere-Akku oder zwei 5-Ampere-Akkus werden in 50 Minuten geladen. Also das ist schon wirklich eine beachtliche Geschwindigkeit. Das sind die Akkus, das sind die, wie gesagt, 5-Ampere-Akkus, 18 Volt und 5 Ampere. Es gibt ja auch andere Akkus, es gibt auch 3 Ampere und 4 Ampere. Bei diesem Set, bei diesem PT2, so heißt es ja, DUC, also DUC 353 PT2, da ist also dieses hier alles im Lieferumfang enthalten. Es gibt aber auch ein Set, wo man nur die Säge praktisch allein kaufen kann. Die Kette ist ebenfalls enthalten. Das ist übrigens eine Oregon-Kette 90PX052XMA, so nennt sich die. Ist übrigens die gleiche wie bei der Einheld, da komme ich aber nochmal drauf zu sprechen. Und hier ist nochmal Kettensägeöl, ist also auch ein bisschen dabei, damit ihr gleich anfangen könnt zu sägen. Ich werde nachher aber mein eigenes für die Sägen verwenden. Und das ist die eigentliche Akkusäge. Liegt gut in der Hand. Hier hinten hat man den Schutz, den Sicherheitshebel. Der ist sehr schön angebracht, finde ich, sehr praktisch, weil immer wenn man die Hand drauflegt, wird er praktisch automatisch gedrückt, sodass man sich da also nicht mit dem Daumen oder so noch drum kümmern muss. Und hier vorne hat man noch einen Hauptschalter. Nee, Quatsch, das ist die Akkuanzeige. Der Hauptschalter ist oben, zeige ich gleich nochmal. Vorne ist nochmal eine Akkuanzeige, womit man den Akkuzustand direkt an der Säge ablesen kann. Man drückt dann einmal drauf und drei LEDs pro Akku zeigen an, wie viel Kapazität noch im Akku ist. Hier vorne die Anschlagkrallen, ist klar, damit man gut sägen kann, damit die gut anliegt am Baumstamm. Hier vorne hat man den Kettenschutz. Da war ich am Anfang ein bisschen stutzig, weil normalerweise muss man den ja nach hinten drücken. Der ging aber sehr schwer und ich wollte das hier noch nicht mit
Gewalt machen. Deswegen habe ich das erst dann nochmal in der Bedienungsanleitung nachgelesen. Also der geht schon ganz normal, den muss man einfach nach hinten drücken. Da darf man nicht so zimperlich sein, der geht einfach etwas schwerer. Die Bedienungsanleitung ist übrigens auch in Deutsch, ist mehrsprachig. Also zum Lieferumfang gehört die eigentliche Kettensäge, das Doppelschnellladegerät, die Bedienungsanleitung, die Oikon-Sägekette, das Schwert natürlich, etwas Öl, Kettensägeöl, eine Feile zum Schärfen der Säge, eine Schutzhülle und zwei 5 Ampere Akkus. Das gehört alles zum Lieferumfang der DUC353PT2. Um die Säge jetzt einzulegen, muss hier ein Hebel aufgeklappt werden an der Seite. So eine Art Kurbel ist das. Und dann kann man die seitliche Abdeckung abnehmen. Das ist bei den meisten Sägen ja, sieht das eigentlich sehr ähnlich aus. Dann legt man die Sägekette um das Schwert. Ich habe hier nur noch mal gecheckt, wie das eingelegt wird, ob das schön passt. Denn man muss darauf achten, dass wenn man später die Kappe drauf macht, dass der Dorn, da ist so ein Dorn, der aus Metall ist, der muss genau in das Loch des Schwertes hineinragen. Deswegen muss man da immer mal ein bisschen drunter schauen, dann eventuell an dem Drehrad diesen Dorn verstellen. Damit kann man den vor und zurück verstellen. Da ist so ein kleines Drehrad noch neben der Kurbel. Und das muss genau übereinstimmen und erst dann passt der Deckel drauf. Das ist am Anfang ein bisschen fummelig, muss ich sagen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Hätte man ein bisschen eleganter machen können. Ich werde es nachher nochmal zeigen. Bei der Einhelle, finde ich, ist das noch ein bisschen geschickter gelöst. Aber es wird auch oft auf diese Weise hier so gemacht bei anderen Sägen wie hier bei der Makita. Man gewöhnt sich auch daran und nach einer Zeit kommt man damit auch ganz gut zurecht. So, die eigentliche Sägekette legt man jetzt um das Schwert. Da ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, wie rum man das drauflegt. Nicht, dass man das falsch rum auflegt, denn dann könnte das schlimme Folgen haben. Das wird aber genau in der Anleitung beschrieben. Da hat man eine Abbildung, wie die Sägezähne liegen müssen. Da müsst ihr einfach nur die Abbildung daneben legen. Könnt ihr dann eigentlich gar nicht falsch machen. Legt man einfach um das Schwert, ist keine große Sache. Ich beschreibe es hier relativ genau, falls ihr euch noch nicht mit Sägenketten, mit Kettensägen auskennt und eben erstmalig jetzt eine kaufen wollt. Deswegen beschreibe ich es hier ein bisschen genauer. Wer natürlich eine Kettensäge hat, der weiß das alles, was ich hier erzähle. Dann legt man das Schwert und die Kette einfach ein. Die Kette ragt dann um das Antriebsrad herum. Muss man aufpassen, dass sie nicht vorne umkippt. Also man kann die, wenn man sie ein bisschen geschickt hinlegt, dann hält die Kette mit dem Schwert auch alleine. Da kann man die Hand wegnehmen. Aber da muss man schon aufpassen, dass es nicht überkippt. Also es ist ein bisschen fummelig, das Ganze. Und dann eben, wie gesagt, muss man sehen, dass die Kappe wieder drauf passt. Hier passt der Dorn noch nicht ganz ins Loch. Muss ich noch ein bisschen verstellen. Habe ich jetzt am Drehrad gemacht. Und dann rastet das ein. Und dann kann man es wieder festkurbeln. Bevor man die Kurbel jetzt ganz fest anzieht, dreht man unten an dem Rad nochmal, stellt man praktisch die Spannung der Kette ein. Also das heißt, das Schwert kann dann nach vorne und hinten bewegt werden. Also ihr müsst ein bisschen nach vorne bewegen, damit die Kette gut gespannt ist. Das merkt man am besten, wenn man mit den anderen beiden Fingern ein bisschen an der Kette rupft. Dann kann man die Spannung gut kontrollieren. Und wenn das dann richtig gespannt ist, dann dreht ihr das mit der Kurbel fest und dann kann sich das auch nicht mehr verstellen. Also man kann jederzeit natürlich auch nachspannen, gerade bei neuen Ketten. Die können natürlich noch ein bisschen nachgeben, wenn ihr ein bisschen gesägt habt. Da muss man eventuell noch mal ein klein bisschen nachspannen. Einfach dann wieder die Kurbel ein bisschen lose drehen, ein kleines bisschen. Und dann könnt ihr mit dem Drehrad wieder anspannen. Also ihr braucht da kein Werkzeug zu, aber das ist heute eigentlich auch gang und gäbe oder sollte zumindest gang und gäbe sein, eigentlich Standard, damit man dann vernünftig mit der Säge arbeiten kann. Danach wird die Kurbel wieder zusammengeklappt und dann ist die Säge soweit aufgebaut. Das war's im Prinzip. Jetzt müssen eigentlich nur noch die Akkus eingelegt werden
und dann könnte man starten. An allen Makita-Akkus gibt es auch so einen Test-Button und 4 LEDs. Da kann man praktisch den Status abrufen, also wie viel Kapazität noch drin ist. Es leuchtet nur eine LED, also es ist praktisch fast leer. Wenn es voll ist, leuchten alle 4 LEDs und die leuchten dann grün. Dann ist das Akku voll. Trotzdem probiere ich das jetzt mal, ob die Säge hier anläuft. Und danach werde ich das erstmal laden. Hier mache ich das ja auch das erste Mal. Da habe ich ja die Makita hier, die Akkukettensäge, auch das erste Mal in der Hand. Ich kommentiere es nur im Nachhinein. Hier wird es übrigens eingeschaltet. Da drückt man einmal drauf und dann kann man normalerweise starten. Hier hat es mich ein bisschen gewundert, dass er nicht gestartet hat. Aber es lag eben, wie schon erwähnt, an diesem Handschutz vorne, den ich noch nicht da zurückgedrückt habe, weil der so schwer ging. Da musste ich erst nochmal nachlesen, dass man den wirklich richtig feste drücken muss. Und dann wäre die auch jetzt angesprungen. Und hier vorne sieht man nochmal den Akkuzustand. Da drückt man einfach drauf und dann kann man es direkt an der Säge ablesen. Da sind es nur 3 LEDs pro Akku, aber reicht natürlich auch. Kettensägeöl nehme ich jetzt mein eigenes, was ich habe. Da brauche ich das kleine Fläschchen hier, was da mitgeliefert wird, nicht öffnen. Wenn ihr noch keins habt, dann schüttet ihr einfach das rein, was da mitgeliefert wird. Es passt in die Säge übrigens 200 Milliliter. In die Einhell passt etwas weniger, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Da ist es 115 Milliliter. Aber mit beiden Mengen kommt man eigentlich relativ weit, weil der Verbrauch der Sägen recht gering ist. So, hier habe ich nochmal experimentiert Kettenschutz oder Handschutz, Handschutz nennt sich's. Das soll ja verhindern, dass die Hand praktisch nach vorne rutscht und auf die Kette kommt. Der muss normalerweise bei Kettensägen immer zurückgedrückt werden. So, es geht hier auch. Seht, ich bin das nur gewohnt, dass das wesentlich leichter geht. Das werdet ihr gleich sehen. Bei der Einhell beispielsweise geht das ganz leicht. Und auch bei anderen Kettensägen, die ich habe, geht das sehr leicht. Das geht bei der Makita wirklich sehr schwer. Zumindest in die Anspannende. Also zumindest, wenn man es einschaltet. Das Auslösen wiederum geht relativ leicht. Aber das Anspannen, da muss man ein bisschen Gewalt anwenden. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, man muss es halt nur wissen. Rutscht man während des Sägens irgendwie ab, was eigentlich nicht passieren sollte, dann stößt man in der Regel gegen den Handschutz und die Säge wird sofort ausgeschaltet und zusätzlich wird die Kettenbremse aktiviert und die Kette wird sofort gestoppt. Das ist übrigens das gleiche bei der Einhell, die hat dieselbe Vorrichtung, auch da ist das ganz genauso. Um die Kettensäge nun in Betrieb zu nehmen, muss man immer einmal diesen Hauptschalter drücken. Und danach oben den Sicherheitsschalter, den man ja automatisch drückt, wenn man die Hand auflegt. Und natürlich unten die Auslösetaste und dann kann man ganz normal sägen. Erwähnen muss ich noch, dass der Hauptschalter automatisch wieder ausschaltet, wenn man die Säge eine kurze Zeit nicht benutzt. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange, ich schätze so circa eine Minute oder knapp darunter. Dann schaltet er automatisch wieder ab und man muss, wenn man wieder anfängt zu sägen, den Hauptschalter noch einmal drücken. Ich weiß, dass das den einen oder anderen stört beim Sägen. Ich fand es aber nicht sonderlich hinderlich, wenn man da nochmal drauf drückt. Also der Sicherheit zuliebe finde ich das durchaus okay. So, jetzt lade ich einmal die Akkus. Die werden ganz normal einfach auf das Ladegerät aufgesteckt. Dann leuchten die LEDs rot normalerweise. Und wie gesagt, in 50 Minuten sind dann die Akkus wieder geladen. Es leuchtet dann grün und man kann wieder loslegen. Also das ist wirklich enorm schnell. Das Ladegerät hat richtig viel Power. Liegt auch daran, dass da ein Lüfter eingebaut ist, der die Elektronik kühlen kann.
Man kann auch andere 18-Volt-Akkus mit anderer Kapazität, 3 Ampere, 4 Ampere und so weiter, mit dem Ladegerät laden. Die Akkus können auch unterschiedliche Kapazität haben, die man auflädt, können trotzdem gleichzeitig geladen werden. Das spielt keine Rolle. Hier sieht man nochmal die Anzeige der Kapazität am Akku. Man sieht, es ist jetzt voll. Es leuchtet nicht grün, habe ich mich vorhin versprochen. Leuchten alle vier orange. Habe ich jetzt verwechselt mit der 1L. Bei der 1L leuchtet es grün. Hier bleibt das bei dem Orange. Die gleichen Akkus können selbstverständlich in allen anderen Makita-Geräten, Werkzeugen, Gartengeräten und so weiter verwendet werden. Das ist ja der große Vorteil von diesen 18-Volt-Akkus. So, jetzt kommen wir zur 1L GELC36-35LI. Auch die habe ich mit ähnlichem Zubehör getestet. Es gibt die auch im Set. Ich glaube, da sind 3 oder 4 Ampere Akkus dabei. Ich glaube 3 Ampere. Aber ich wollte sie unter möglichst gleichen Bedingungen testen. Deswegen habe ich mir zwei 5,2 Ampere Akkus besorgt. Und ebenfalls ein Doppelladegerät, damit ich die schnell laden kann. Und habe dann praktisch eine ähnliche oder fast die gleiche Kapazität wie bei der Makita. Auch die 1L hat dann eben einen 2x18 Volt, also 36 Volt Antrieb. Die Schwertlänge bei der 1L ist ja identisch, die hat also auch ein 35 cm Schwert und die Schnittlänge ist ebenfalls identisch, die ist auch 33 cm. Großer Unterschied gibt es da vom Schwert und von der Sägekette nicht, weil die Sägekette ist ja identisch. Ist auch hier wird eine Oricon 90PX052X genutzt. Also die Kette ist praktisch gleich. Es gibt zwei Unterschiede, es gibt eine unterschiedliche Bezeichnung. Also die Makita-Kette hat noch ein MA am Ende. Was das bedeutet, ich habe dabei Oricon mal nachgefragt. Die haben mir aber gesagt, beide Ketten sind völlig identisch, da gibt es keine Unterschiede. So, zum Lieferumfang gehört von der Säge, wie gesagt, die Sägekette. Dann eben der Kettenschutz, wie gehabt, auch hier. Und die eigentliche Säge, die Bedienungsanleitung ebenfalls mehrsprachig. Auch hier ist ein deutscher Teil enthalten. Bei 1L ist ja alles immer in Rot-Schwarz. Das sind die Farben von 1L. Und was war's? Und hier natürlich noch das Schwert. Was hier auffällt, am Schwert ist bereits Zahnrad kann man nicht sagen. Drehrad ist auch, eigentlich auch nicht ganz falsch. Eben ein Rad, sage ich mal, mit Zacken, also mit Zähnen. Dieses dient zum Verstellen des Schwertes. Das ist direkt am Schwert befestigt, kann also gar nicht da abgemacht werden. Das ist eine ganz praktische Sache, finde ich. Und es dient also auch der Verstellung des Schwertes nach vorne und hinten, um praktisch die Kette zu spannen. Man hat also hier nicht diesen Dorn und dadurch ist das Ganze ein bisschen praktikabler, nicht ganz so fummelig wie bei der Makita. Man sieht also, hier geht der Handschutz wesentlich leichter, hat auch einen wesentlich kürzeren Weg, aber von der Funktion ist er praktisch gleich. Oben hat man jetzt den Öltank, der war ja bei der Makita auf der rechten Seite. Hier ist die Öffnung, der Tanköffnung oben, aber das Sichtfenster für den Ölstand ist ebenfalls auf der linken Seite, nicht rechten Seite, linken Seite. Hinten ist auch gummiert, wie der Griff, wie bei der Makita auch. Der Sicherheitsschalter ist hier so als Knopf ausgelegt, ähnlich wie bei Bohrmaschinen sieht das aus. Also ist nicht ganz so ergonomisch wie bei der Makita, aber hat man durchaus auch gut im Griff. Man legt den Daumen einfach auf den Knopf und dadurch kann man praktisch den Auslöser betätigen. Wie gesagt, bei der Makita fand ich es ein bisschen ergonomischer, aber das wäre jetzt für mich jetzt kein Unterschied oder kein kaufentscheidendes Merkmal. Ansonsten macht die, genau wie die Makita, eigentlich einen recht soliden und stabilen Eindruck. Das meiste ist natürlich wie bei der Makita aus Kunststoff,
aber es ist ein sehr stabiler Kunststoff. Ich schätze mal, dass das ABS ist, aber ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall ein sehr stabiler Kunststoff, der nicht so schnell bricht. Und die wichtigen Teile sind natürlich wie der Griff oben. Wichtige Teile sind natürlich hier auch aus Metall gefertigt. Und das Einlegen ist relativ einfach von diesem Schwert. Ihr habt es ja gesehen, man schraubt auch hier das seitliche Kappe einfach ab und legt dann das Schwert einfach ein. Da geht also diese Gewindeschraube praktisch, so nenne ich es mal, geht genau durch das Drehrad am Schwert. Man muss jetzt das Rad so drehen, dass das Schwert möglichst weit nach links kommt, denn dadurch hat die Kette sehr viel Spiel und die braucht am Anfang sehr viel Spiel, damit man die Kette um das Antriebsrad legen kann. Man muss dazu auch das Schwert etwas schräg auflegen, werdet ihr gleich sehen. Ist also auch hier braucht man ein bisschen Gewöhnung, aber es geht trotzdem auf Dauer ein bisschen flotter als bei der Makita. Man gewöhnt sich an beides. Also ich kenne beides auch von anderen Sägen. Aber ich finde das Konzept hier ein bisschen durchdachter und moderner. Aber wie gesagt, wäre für mich kein unbedingtes kaufentscheidendes Merkmal. Da würde ich nicht unbedingt Wert drauf legen, dass jetzt diese Kettenspannvorrichtung vorhanden ist. Man kommt mit der anderen auch zurecht. Hier nutze ich diese ja auch das erste Mal. Da musste ich auch erstmal herausbekommen, dass man das Schwert praktisch schräg einlegen muss, denn sonst kommt man mit der Kette nicht um das Antriebsrad herum. Muss man wissen, dann geht es ganz einfach. Man kann dann auch die Kette schon anspannen durch Drehen des Rades, bevor die Kappe, die eigentliche Abdeckung, drauf ist. Das ist ja bei der Makita nicht so der Fall. Ja, und dann kann man die Abdeckung einfach drauflegen und dann funktioniert es ähnlich wie bei der Makita. Man dreht zuerst an dem schwarzen Hebel, bis das fast fest ist, zieht es aber noch nicht ganz fest, dreht dann an dem roten Rad, um die Kette praktisch auf die gewünschte Spannung zu bringen und dann nochmal an dem schwarzen, um das letztendlich richtig festzustellen. Dann kann sich die Kettenspannung auch nicht mehr verstellen. Funktioniert also wirklich gut. So, jetzt packe ich mal das Akku oder die beiden Akkus aus. Wie gesagt, ich habe hier 5,2 Ampere Akkus, würde ich auch empfehlen. Das sind nicht, die stärksten sind es nicht. Ich glaube, einer hat sogar mittlerweile 6 Ampere Akkus. Aber 5,2 ist schon ein ganzer Batzen. Die sind sogar schon fast geladen. Zwei LEDs leuchten schon. Seht ihr, zwei sind grün. Also auch hier gibt es praktisch diese Statusanzeige. Und wenn drei leuchten, dann ist das voll. Das funktioniert genauso wie bei der Makita. Die werden einfach links und rechts eingesteckt. Es gibt bei der Einhell keine zentrale Akkustatusanzeige, also wo man an der Säge einen Knopf drückt und dann sieht man den Akkuzustand, wurde hier weggelassen. Vor allem deswegen, weil die Akkus selber, diese Anzeige von den Akkus noch im Sichtfeld ist. Man braucht also hier nur oben auf die Akkus zu drücken und dann kann man den Status des Akkus direkt am Akku sehen.
Deswegen hat Einel sich das gespart. Denn irgendwo muss ja Einel auch ein bisschen sparen, denn die Säge ist deutlich günstiger als die Makita. Die Solo-Säge, also ohne Akkus, die liegt ja unter der Hälfte des Preises. Zumindest zum Testzeitpunkt war das so. Und auch mit Akkus ist er immer noch deutlich günstiger. Also wenn ihr die diese Zusammenstellung nehmt, die ich hier für den Test verwendet habe, dann dürfte das, je nachdem wo ihr es kauft, ich glaube zwischen 150 und 200 Euro günstiger sein als die Makita mit vergleichbarer Ausstattung. Das Ladegerät, das ist der Twin Charger. Ich verlinke euch das alles mal in der Videobeschreibung bzw. in meinem Testbericht. Der Twin Charger, der lädt also auch beide Akkus wieder gleichzeitig, ist aber nicht ganz so stark wie der Makita. Also da ist schon ein Pluspunkt, muss man da der Makita geben, der ist schneller. Hier brauchen wir für zwei Akkus nicht 50 Minuten, sondern 100 Minuten, also doppelt so lang. Aber das finde ich trotzdem noch im erträglichen Rahmen, wenn man bedenkt, dass das ganze Set natürlich deutlich günstiger ist. Denn natürlich ist 50 Minuten schöner, aber wie gesagt, mit 100 Minuten kommt man auch zurecht, insbesondere dann, wenn ja die Kapazität der Akkus so groß ist, dass man die eigentliche Sägeleistung, die eigentliche Sägearbeiten komplett abschließen konnte. Dann kann es einem ja egal sein, wie lange das Akku im Nachhinein dann lädt. Meistens ist dann die Arbeit sowieso beendet und dann startet man vielleicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche wieder mal einen Sägevorgang. Und dann ist das völlig egal, ob das nur eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden geladen hat. Also wie gesagt, 100 Minuten ist immer noch sehr flott. Ja. Das ist die Schutzhülle nochmal für die Sägekette, da gibt es glaube ich wenig zu sagen. Sägekettenöl wird ja nicht mitgeliefert, das müsst ihr also dann schon dazu kaufen. Ich fülle jetzt auch hier dasselbe ein, was ich bei der Makita genommen habe. Wie gesagt, ich habe auch ansonsten noch eine Elektrokettensäge und einen Hochentaster, deswegen habe ich immer Kettensägeöl da. Wie schon erwähnt, passt hier in die Säge etwas weniger Öl rein. Also hier ist es 115 ml. In die Makita hat 200 ml reingepasst. Also das ist ein Pluspunkt für die Makita. Ist aber jetzt kein wesentlicher Punkt, finde ich. Denn mit einer Akkusäge sägt man ja jetzt nicht stundenlang an einem Stück, so dass man mit 115 ml schon sehr, sehr weit kommt. Also der Verbrauch ist doch recht gering bei den Sägen. Es tropft übrigens auch nichts, also wenn ihr die Säge lagert, das gibt es auch bei manchen Sägen, dass da immer was rausläuft. Das finde ich immer sehr ärgerlich, habe ich schon erlebt bei anderen Sägen. Das ist hier nicht der Fall, ist während des Tests nicht aufgetreten. Selbst wenn ich die Sägen aufhänge, was ich gerne mit Geräten mache, tropft also nichts heraus. Ist ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist, finde ich. Beide Sägen machen also einen recht soliden Eindruck. Beide haben einen Griff, der praktisch um die Sägen herumführt, sodass man die vertikalen und horizontalen Schnitte im Baum sehr, sehr gut machen kann. Beide sind vom Gewicht sehr ähnlich, seht ihr ja. Beide wiegen ohne Akku 4 Kilo, nur mit Akku ist die Einhell ein wenig schwerer. So, kommen wir mal zum wichtigsten Aspekt, zumindest ist der mir am wichtigsten, das ist nämlich die Schnittgeschwindigkeit. Bei der Makita gibt der Hersteller 20 Meter pro Sekunde an und bei der Einhell werden 15 Meter pro Sekunde angegeben. Das sind beides sehr gute Werte, denn viele Akkukettensägen sind deutlich unter 10 Metern pro Sekunde. Ich säge jetzt hier mal einen 26 cm Baumstamm durch. Der ist durchgetrocknet, also richtig hart. Und messe einfach mal die Zeit, wie lange das dauert. Ich blende die Zeit mal ein, so dass ihr das nachvollziehen könnt. Und schaut es euch einfach mal an.
Ihr habt es ja gesehen, 20 Sekunden, das ist guter Wert. Ihr müsst bedenken, das ist jetzt trockenes, hartes Holz. Wenn das jetzt ein frischer Baum wäre, geht das natürlich wesentlich flatter. Jetzt die Einhänge. Die Einhelle hat es ebenfalls gut gesägt, aber schon etwas länger. Also hat natürlich hier 28 Sekunden gebraucht. Und jetzt schauen wir mal, was eine netzbetriebene, also eine richtig mit Strom betriebene Säge benötigt. Die hat 1800 Watt, ebenfalls von Makita. Und mal schauen. Man sieht also auch, eine Elektrosäge braucht hier 24 Sekunden. Damit ist die Makita, also die Akku-Kettensäge, sogar noch schneller als die Elektro-Kettensäge. Das ist schon beachtlich. Und selbst die Einhell ist nur 4 Sekunden langsamer gewesen als die Elektrosäge. Also ich finde, das sind schon tolle Werte. Ich wiederhole hier das Ganze nochmal mit der Makita und mit der Einhell, damit wir einfach zweimal Werte haben. Denn der Druck, den man da ausübt, man sollte ja kaum Druck ausüben, der ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Da kommt eine kleine Abweichung zustande. Aber ihr seht, jetzt waren es mit der Makita 19 Sekunden statt 20. Also das kommt schon immer hin. Das sind keine allzu großen Unterschiede. Und jetzt probiere ich es nochmal mit der Einhell. So, und ihr habt es gesehen, auch hier ist wieder die Einhell deutlich langsamer. Jetzt war es natürlich noch ein paar Sekunden mehr. Kann aber auch daran gelegen haben, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sägen musste, weil einfach der Baum hier ziemlich klein wurde. Jetzt mal zeige ich euch aber, dass das bei kleinem Holz oder bei dünnerem Holz gar nicht so unterschiedlich ist. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt in 80 mm Zaunpfahl. In der Zeitlupe, hier seht ihr, dass hier sogar die Einhell schneller gesägt hat als die Makita. Also große Unterschiede gibt es eigentlich nur bei Sachen, die wirklich richtig schwer zu sägen sind. Also richtig großen Durchmessern. Da hat die Makita doch einen Vorteil. Da ist die einfach etwas kraftvoller offenbar. Und die Geschwindigkeit macht sich dann eben mehr bemerkbar. Ich denke, da geht wahrscheinlich die Geschwindigkeit bei der Einhell etwas stärker zurück. Schätze ich, da macht sich auf jeden Fall der Unterschied bemerkbar. Aber bei dünnerem Holz oder kleineren Ästen, da nehmen sich beide Sägen nichts. Also das kann man fast genauso schnell schneiden. So, ich säge jetzt nochmal ein bisschen mit beiden Sägen. Ich säge möglichst viel. Ich will möglichst viele Sägeschnitte machen. Deswegen schneide ich hier möglichst dünne Scheiben, soweit es mit den Baumlängen hier möglich ist. Und ich will mal sehen, damit wir einfach das Akku mal etwas leerer bekommen, damit man so ein bisschen die Ausdauer abschätzen kann. Bei dem Holz handelt es sich um schon angetrocknetes Holz. Es ist noch nicht ganz durchgetrocknet, aber es ist schon, es liegt jetzt ein halbes Jahr vielleicht rum und ist dementsprechend auch schon etwas härter. Ne? Also von da müsst ihr euch also nicht wundern. Frisches Holz wäre noch wesentlich leichter zu schneiden.
Wenn ihr mit der Säge zu fest andrückt, das merkt ihr, der Überlastschutz reagiert relativ schnell. Es hat ja auch so ein Antiblockiersystem. Sobald die Kette blockiert, schaltet sie automatisch ab. Das ist am Anfang gewöhnt man sich dran. Also man merkt sehr schnell, wenn man zu viel drückt. Wie gesagt, es reagiert sehr schnell. Aber mit der Zeit weiß man, wie man die Säge mit wie viel Druck oder wie man am besten sägt, damit eigentlich dieses Auslösen gar nicht mehr vorkommt. Also das ist nur eine Gewohnheit. Also es macht schon Spaß, mit der Säge zu sägen. Also da gibt es eigentlich keinen echten Unterschied zur Elektrosäge. Man sägt hier eigentlich durch Holz wie durch Butter. Also da muss man wirklich keine Kraft aufwenden. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden und ich bin wirklich sehr begeistert. Also so habe ich mir eine Akkusäge eigentlich auch vorgestellt. So, schauen wir mal auf den Akkustatus. Ihr habt es gesehen, also zwei LEDs pro Akku haben immer noch geleuchtet. Und das, obwohl ich hier doch schon einiges an Baumscheiben gesägt habe. Es sind ungefähr, glaube ich, 28 gewesen. Und immer noch leuchten hier zwei von drei Akkus. Also da hätte ich, wie gesagt, noch sehr, sehr viel sägen können. Ich musste aber hier jetzt erstmal Schluss machen, weil ich brauche hier noch ein bisschen Holz, um auch die Einhell zu testen. Auch da werde ich jetzt Äste sägen. Ich habe jetzt nicht mehr die gleichen. Ich muss jetzt das sägen, was ich hier im Garten noch finde. Das sind einige Durchmesser, die ähnlich sind, aber auch einige, die dünner sind. Deswegen werde ich hier dafür ein bisschen mehr sägen. Und dann schauen wir uns da den Akkuzustand auch mal an, wenn ich das ganze Holz hier zerkleinert habe. Das Holz, was ich hier jetzt säge, ist übrigens etwas länger gelagert. Das heißt, das liegt etwas über ein Jahr, nicht nur ein halbes Jahr. Das heißt, das ist etwas mehr getrocknet und dementsprechend noch etwas härter als das, was ich eben gesägt habe. Die Einhell hat also hier noch eine etwas schwierigere Aufgabe bekommen, aber dafür sind ja die Durchmesser etwas geringer und dadurch gleicht sich das einigermaßen aus und dafür schneide ich oder säge ich auch etwas mehr. Wir können es sowieso nicht so genau machen, da müsste man das gleiche Holz für beide Sägen haben. Das habe ich jetzt in der Menge nicht da, deswegen können wir es nur in etwa grob abschätzen. Also man merkt schon, dass bei schwierigen Schnitten, wenn das schwierig wird und großen Durchmessern, dass da die Makita ein bisschen mehr Power hat. Aber der Unterschied ist bei Weitem geringer, als ich erwartet hätte. Also es gibt ja einen recht großen Preisunterschied bei den Sägen. Und dafür finde ich doch den Unterschied in der Leistung relativ gering. Also man kann mit beiden Sägen durchaus sehr gut arbeiten. Beide Sägen sägen sehr ordentlich und für normale Gartenbesitzer sollten beide Sägen völlig ausreichen. Man merkt manchmal beim Ansetzen oder so, dass die eine etwas mehr mehr zupft am Holz als die Makita. Das liegt eben auch an der Kettengeschwindigkeit. Je höher die Kettengeschwindigkeit, desto einfacher und gleichmäßiger lässt sich die Säge ansetzen und es kommt dann nicht zum Vibrieren des Holzes, weil das nicht hängen bleibt. Und wenn die Kettensäge manchmal ein bisschen langsamer ist, dann neigen die Sägen oft ein bisschen mehr so zum Rupfen, was ich nicht so mag, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist hier bei der Einhell immer noch in sehr geringen Maße vorhanden. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Sägen, die deutlich langsamer sind. Vergleicht das mal selbst, wenn ihr euch eine Säge zulegen wollt. Geht in die technischen Daten, guckt euch die Kettengeschwindigkeit an. Viele Sägen sind unter 10 Meter pro Sekunde. Und das wäre mir zu gering. Das kann man für einen Hochentaster
Da kann man sowas nehmen. Die müssen, das sind ja ganz andere Dinge wichtig. Die müssen ja leicht sein. Da kann man nicht so 36 Volt nehmen. Das ist, Alter, ist das Akku schon so schwer, um das ständig mit einer Stange hochzuhalten oder so. Da spielt das eine andere Rolle. Zum Beispiel mein Hochentlaster, der hat nur unter 4 Metern pro Sekunde. Aber dennoch bin ich mit dem recht zufrieden. Das, was ich dann mache, macht er. Wäre natürlich schöner, wenn er schneller wäre. Aber ich will aber auch keinen, der schwerer ist. Also von daher muss ich mit dem leben. Aber für eine normale Kettensäge, da wäre mir unter 10 Meter pro Sekunde einfach zu langsam. Ne? Und da finde ich diese beiden hier wirklich in dem Bereich, den ich bevorzugen würde. Also die eine ist 15 Meter, die andere 20 Meter pro Sekunde. Das ist beides eine sehr gute Geschwindigkeit. Es gibt auch Benzinkettensägen, die bei 20 Meter pro Sekunde liegen, die also auch nicht schneller sind. Und von daher kommt die, zumindest die Makita, auch schon an die ein oder andere Benzinsäge ran. Die eine passt, sagen wir mal so. Also, aber großer Unterschied machen die 5 Meter pro Sekunde auch nicht. Wie gesagt, beim Ansetzen oder so, beim Ruckeln, da merkt man es manchmal ein bisschen. So, mehr Holz habe ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt habe ich alles geschnitten, was ich hier noch im Garten gefunden habe. Jetzt schauen wir doch mal auf das Akku, was das anzeigt. Da muss ich hier auf das Akku gucken, weil es keine Zentralanzeige gibt. Habt ihr es gesehen? Also auch hier zwei LEDs von dreien sind immer noch an. Und obwohl ich hier so viel Schnitte gemacht habe, es waren jetzt hier 67 Sägeschnitte in Durchmessern zwischen 6 und 22 cm. Das ist ebenfalls beachtlich. Also beispielsweise das Fällen von jetzt zwei Obstbäumen und das Zerkleinern, das sollten also beide Sägen mit einem Akku durchaus problemlos schaffen. So, jetzt zeige ich nochmal, wie man die Säge oder wie die Sägen aussehen, nachdem man das alles gesägt hat und wenn man die Sägen dann säubert, wie einfach das funktioniert, wie leicht man das Blatt rausnehmen kann, wieder einlegen kann und wie viel Schmutz sie im Inneren haben, könnt ihr euch jetzt nochmal anschauen. Ich nehme hier einen Pinsel, ihr könnt auch eine kleine Bürste nehmen, wenn ihr das macht, denn das Sägemehl, das sammelt sich ja um die Kette und ist ja auch ein bisschen ölig. Ein kleiner fester Borstenpinsel oder ein kleiner Bürste ist da immer sehr hilfreich. Also sieht gar nicht so schmutzig hier aus, der in der Einhell, also ist relativ wenig Schmutz. Das habe ich schon ganz anders gesehen bei Sägen. Also das ist relativ wenig, obwohl ich doch relativ viel gesägt habe, hat sich da innen nicht viel angesammelt. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Und dass man das Schwert sehr leicht rausnehmen kann wegen diesem Einstellrad, das habe ich ja schon anfangs beschrieben. Also das System finde ich wirklich gut. Bevor man es rausnimmt, muss man natürlich die Spannung auflösen. Also man musste praktisch ein bisschen das Rad zurückdrehen. Das hatte ich hier anfangs vergessen. Dann geht das ganz leicht. Wie gesagt, Testbericht zu den beiden Sägen und die technischen Daten, Bezugsquellen zu den Sägen, zu der Sägekette und dem Zubehör findet ihr bei mir in der Videobeschreibung bzw. im Testbericht auf www.tüftler-und-heimwerker.de. So, es ist, glaube ich, sauber genug. Sieht doch schon wie neu aus. Und jetzt kann man das Schwert muss ich noch ein bisschen sauber machen und dann kann man das Schwert wieder schön einlegen und die Kette spannen.
Übrigens, bevor ihr mit der Säge anfangt zu sägen, besorgt euch natürlich die entsprechende Schutzausrüstung. Lest das auch nochmal nach, was man da alles braucht. Könnt ihr auch auf meiner Seite, haben wir auch Beiträge. Ich habe es in anderen Beiträgen auch schon erwähnt. Wir haben ja schon andere Sägen getestet. Also Schnittschutzhandschuhe auf jeden Fall, eine Schnittschutzhose solltet ihr auf jeden Fall anziehen und natürlich auch einen Gesichtsschutz, vor allem für die Augen, am besten so einen Forsthelm, damit ihr euch da keine Späne oder sowas oder eventuell so eine Kette, wenn ihr gerade mit anfangt und oder so eine Kette mal reißt, da kann man sich schlimm verletzen, also auch wirklich einen richtigen Gesichtsschutz. Das solltet ihr schon alles wirklich anziehen. Ich weiß, an der einen oder anderen Stelle im Video habe ich das nicht getragen. Ich gebe es ehrlich zu, das war fahrlässig. Auf keinen Fall nachmachen. Seid da etwas sicherer unterwegs als ich. Macht es einfach etwas besser. Und die Kommentare, die kann ich mir wahrscheinlich nicht ersparen. Wird wahrscheinlich wieder 10-mal kommen. Schnittschutzhose nicht getragen und so weiter und so weiter. Stimmt, könnt ihr euch aber ersparen. Ich gebe ja alles zu. Hier seht ihr übrigens, dass der Ölstand trotz dem Sägen immer noch praktisch fast voll ist. Also der Verbrauch von dem Sägeöl ist hier bei beiden Sägen recht gering, finde ich. So, jetzt schauen wir noch mal in die Makita rein, wie das da aussieht mit dem Reinigen, wie schnell das geht und wie schnell das Einlegen des Schwertes und der Kette wieder funktioniert. Von außen sieht es ähnlich aus. Ich muss jetzt übrigens mal sehen, was ich mit den gesägten Baumringen noch mache. Ich werde da wahrscheinlich irgendwas basteln. Vielleicht zeige ich euch dann im nächsten Video, was man übrigens mit dem Baumring so anfangen kann. Vielleicht bastle ich irgendwas und zeige euch da mal so ein Baumring-Projekt. Also wenn es euch interessiert, wie gesagt, ihr könnt ja bei mir den Kanal abonnieren, Newsletter bestellen, dann erfahrt ihr immer alles über neue Berichte, Testberichte und neue Bauanleitungen. Also ihr seht, hier ist tatsächlich wesentlich mehr Schmutz im Inneren. Einiges ist jetzt schon herausgefallen beim Öffnen. Also da muss man sagen, da ist die Makita, obwohl ich ungefähr die gleiche Menge gesägt habe, vielleicht sogar eher ein bisschen weniger, ist die Makita doch deutlich mehr verschmutzt. Ne? Also das ist eigentlich ein Pluspunkt, muss man sagen, für die Einhell. Es ist ja jetzt kein gravierender Nachteil. Ich habe meine Sägearbeiten damit auch erledigt. Ob da nachher noch ein bisschen mehr Schmutz drin ist oder viel, ist nicht so gravierend, wenn man es so und so reinigt. Aber wenn man jetzt sehr lange sägt, dann kann das sein, dass man zwischendurch mal sauber machen muss. Also wenn man jetzt sehr lange, sehr viel sägen muss, vielleicht sogar zwei Akkuladungen, dann müsste man vielleicht zwischendurch sogar mal sauber machen. Also hier ist die verschmutzt einfach etwas mehr. So, dann legen wir mal wieder die Sägekette mit dem Schwert ein. Sägekette wieder über das Schwert, wie gehabt. Kann man dann einlegen. Und danach müssen wir bei der Kappe wieder den Dorn so einstellen, dass die Kappe drauf passt.
bisschen drehen, bis das passt. Also ein klein wenig fummeliger, aber es, man sieht, es geht auch relativ fix. So, das soll es aber jetzt hier gewesen sein. Ich glaube, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von den Sägen. Ich konnte euch die mal ein bisschen gegenüberstellen. Ihr habt vielleicht die Vor- und Nachteile der einzelnen Sägen erkannt. Also beide Sägen finde ich eigentlich gut. Die Makita war in der Sägeleistung noch ein Tüpfelchen besser als die Einhell. Das muss ich sagen, insbesondere wenn es um die Schnittgeschwindigkeit bei dickerem Holz geht, also wirklich großen Umfängen, jetzt ab vielleicht 20, 25 cm, da ist man mit der Makita noch ein bisschen flotter. Bei dünnerem Holz oder hier bei solchen Pfosten, da macht es eigentlich gar keinen Unterschied, da ist man mit der Einhell im Schnitt genauso schnell wie mit der Makita, da nehmen sich die Sägen nichts. Ansonsten von der Ausdauer sind beide etwa auf gleichem Niveau, da kann ich jetzt keinen Sieger nennen. Beide haben sehr viel Ausdauer und können, ja, ein, zwei Bäume kann man da durchaus sägen. Es kommt jetzt immer darauf an, was man mit großem Baum meint oder mittlerem Baum. Also zwei normale Obstbäume, würde ich mal sagen, kann man durchaus problemlos mit beiden Sägen sägen. Und ja, was ist noch zu sagen? Von der Handhabung gab es keine großen Unterschiede. Da sind beide Sägen eigentlich wirklich ordentlich verarbeitet. Die, bei der Einhell fand ich das, das mit dem Kettenwechsel und dem Kettenspannung noch ein Tüpfelchen besser als bei der Makita. Bei der Einhell, die hat nicht ganz so viel verschmutzt, ist innen nicht ganz so viel verschmutzt wie die Makita. Die Makita hat dafür einen, wie gesagt, etwas mehr Power, hat einen etwas größeren Öltank und hat das schnellere Ladegerät. Also, ist aber auch teurer. Nö, alles Weitere könnt ihr bei mir wie immer im Testbericht nachlesen. Da findet ihr auch die Vergleichstabelle, Bezugsquellen und so weiter. www.tüftler-und-heimwerker.de. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.